Sehr geehrter Herr Liedra, sehr geehrte Frau Kittler, schön, dass ihr hier seid heute in unserer illustren Runde. Liebes Publikum, liebe Gäste, herzlich willkommen zum vorerst vorletzten High Noon, also schon die vierte Ausgabe dieses schönen Formats unserer Politreihe, die das Medianet Berlin-Brandenburg gemeinsam mit der Berlin Music Commission macht. Wir freuen uns heute sehr, denn die Wahlbenachrichtigungen sind sicherlich im Augenblick alle schon eingetrudelt bei der einen oder dem anderen hier Anwesenden. Wir haben gerade schon festgestellt, heute in vier Wochen wissen wir schon wesentlich mehr, wie die Wahl vielleicht sich entschieden haben könnte, als es jetzt der Fall ist. Jetzt ist also Endspurt und den wollen wir heute nochmal gemeinsam begehen und haben uns dafür also die Linke eingeladen, die Partei aus Berlin. Und hier nochmal ganz kurz zu uns. Medianet ist, mein Name ist Janine Koch, ich bin die Vorstandsvorsitzende von Medianet. Das ist ein interdisziplinärer Netzwerkverein der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft für die Metropolregion Berlin-Brandenburg. Und dann haben wir noch Olaf Kretschmer, im weiteren Verlauf auch Gemse genannt, von der Vorstandsvorsitzender von der Berlin Music Commission. Ich freue mich also sehr, dass wir dieses illustre Format hier in die vorletzte Runde bringen. Und ich würde an dieser Stelle gerne noch außerordentlich danken dem André Krüger, dem Geschäftsführer von der Channel Music GmbH, der hier freundlicherweise, Dankeschön André, uns diese Location zur Verfügung stellt. Also wir freuen uns wirklich, dass wir diese Reihe auch noch an so vielen unterschiedlichen Orten durchführen konnten und somit auch noch einen Teil der Veranstaltungswirtschaft sichtbarer machen können. Zwei, drei organisatorische Sachen und dann gibt gleich Gemse noch den inhaltlichen Input. Es wäre super, wenn während der einen Stunde, die jetzt kommt, kein Kaffee gekocht würde, weil das macht wirklich unfassbar viel Lärm und wir haben hier Aufzeichnungen. Das wäre nämlich der zweite Hinweis. Es gibt Ton- und Bildaufnahmen und die werden dann auch tatsächlich ins Internet gestellt. Insofern also nur, dass Sie und ihr, dass ihr darauf gefasst seid, dass das aufgezeichnet wird. An dieser Stelle also herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Gemse, it's your turn. Janine, du hast es gesagt, 4 Wochen noch bis zur Wahl. Das sind 4 Wochen noch Zeit, um Stimmen zu gewinnen. So, deswegen treffen wir uns vielleicht auch heute hier. Diese Wahl wird gravierende Auswirkungen auf das Kulturleben der Stadt haben. Davon gehen viele Menschen aus, aber eben auch auf die dahinterstehende Wirtschaft. Und für diese Wirtschaft steht Medianet Berlin-Brandenburg und Berlin Music Commission. Wir stehen genau für diese Wirtschaft, für diese Wirtschaftssubjekte, wo viele doch beschädigt durch die Corona-Krise gegangen sind, große Schwierigkeiten hatten, auch dank Hilfe des Senates vielleicht überhaupt noch am Start sind, das überlebt haben so. Aber viele Unternehmerinnen und Unternehmer fragen sich, wie geht's denn in Zukunft weiter? Also was bringt denn die nächsten 5 Jahre, wie wird die Politik sich da aufstellen in diesem Feld Musik, Kreativwirtschaft, Kulturwirtschaft in Berlin? Was sind die Konzepte, was sind die Ideen und wer sind unsere Verbündeten? Genau, und nochmal ganz kurz was zum Ablauf. Die ersten 15 Minuten wird jetzt Gemse gleich Fragen für die Musik- und Veranstaltungswirtschaft stellen, also im Namen der Berlin Music Commission. Dann werde ich übernehmen 15 Minuten lang für die Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft ein paar Fragen stellen. Die Grundlage für die Fragen sind tatsächlich die Wahlprüfsteine, die wir von Ihnen bekommen haben und natürlich auch streckenweise das Wahlprogramm, was wir auch durchforstet haben nach den wichtigen Keywords, die für uns relevant sind. Und dann würden wir in die letzte Viertelstunde übergehen. Da kommt dann das Publikum zu Wort. Wir haben ein Publikum-Mikrofon, da können dann nachher Fragen gestellt werden, gleich hier vorne. Tim sitzt in der ersten Reihe und wird sich darum kümmern, einerseits die Leute ranzunehmen und andererseits auch die Desinfektion des Mikrofons vorzunehmen. Insofern alles hier wie immer Corona-konform. Insofern können wir uns jetzt auf die nächsten 45 Minuten intensiven Austausches freuen. Und ich würde ganz direkt mit einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen, nämlich mit Ihnen, Herr Liedra, damit wir noch ein bisschen einordnen können, auch wenn das natürlich eigentlich alle wissen, wer Sie sind und was Sie machen. Nichtsdestotrotz einmal ganz kurz vorstellen. Also Klaus Liedra ist der Spitzenkandidat von Die Linke. Er ist in Mecklenburg geboren. Er lebte viele Jahre in Frankfurt-Oder und trat 92 in die PDS ein. Er studierte Rechtswissenschaften in Berlin und wurde 2005 zum Landesvorsitzenden der Linken in Berlin gewählt, was er bis 2016 auch blieb. Und 16 Jahre lang war er bereits Mitglied der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und ist seit 2016 Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa in Berlin. Sein Statement lautet, wir haben ja Statements vorher abgefragt, die Berliner Medien-, Musik-, Kreativ- und Digitalwirtschaft braucht für die Anerkennung, für die kommenden Jahre eine gute Unterstützung für die Bewältigung der Pandemiefolgen. Darüber hinaus sind Anerkennung und Aufmerksamkeit von Seiten der Politik und Verwaltung sowie gute Arbeitsbedingungen und leistbarer Wohnraum für die Beschäftigten wichtig, damit Berlin auch weiterhin ein außerordentlich attraktiver Standort bleibt. Herzlich willkommen, Herr Liedra. Applaus
Vielen Dank für die Einladung. Fast so schnell wie ich. Wir haben doch keine Zeit. Neben Klaus Lederer begrüßen wir Regina Kittler. Regina Kittler wuchs auf dem Prenzlauer Berg auf und studierte in Dresden, arbeitete anschließend mehr als 3 Jahrzehnte als Lehrerin in Berlin. 2011 wurden sie direkt ins Abgeordnetenhaus gewählt und seit 2011 sind sie Mitglied im Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie und seit 2016 Mitglied im Kulturausschuss. Frau Kittler, Sie haben sich im Abgeordnetenhaus immer sehr für die Musikkultur, die Musikszene der Stadt eingesetzt, sehr für Jugendförderung, Vielfalt, für unterrepräsentierte Musikkulturen. So. Ich kann sagen, als Mitglied des Präsidiums des Landesmusikrates, dass Sie da ein hohes Ansehen in der Musikszene erworben haben in diesem Bereich. Wir schauen heute aber noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive drauf, aus der Sicht der Wirtschaftsunternehmerinnen und Unternehmer, also, und wollen mal schauen, ob wir in dem Kontext auch zu einer schönen Verbindung kommen. Herzlich willkommen, Frau Kittler. Vielen Dank. Ich fange an mit einer Einstiegsfrage, die richte ich eigentlich an Sie beide. Können dann gerne gucken, wer da idealerweise als erstes beantwortet oder wer genau antworten möchte. Also die Linke war ja über die Kulturverwaltung maßgeblich daran beteiligt, dass Hilfspakete für die angeschlagenen Unternehmen der Medien, Kreativ, Digital und Veranstaltungswirtschaft geschnürt wurden. Und diese Hilfen wurden auch extrem viel in Anspruch genommen. Der Geschäftsführer der Channel Music GmbH, André Krüger, der hier ist, zu denen ja das Quasimodo zählt, sagte uns im Interview, ohne die Soforthilfe 4 des Kultursenates würden wir heute dieses Interview sicherlich nicht mehr führen können. Sie sind ja nah dran an den Industriezweigen. Wie ist denn jetzt die Stimmung derzeit? Wie nehmen Sie die wahr? Ist das eher ein Aufatmen oder immer noch Sorge wegen mangelnder Zukunftsperspektiven? Beides. Also einerseits ist es das Aufatmen, dass Dinge wieder gehen, dass unter bestimmten Bedingungen auch wieder Venues geöffnet werden können, Konzerte stattfinden können. Auf der anderen Seite ist die Pandemie noch lange nicht vorbei. Und natürlich werden jedes Mal, wenn neue Meldungen kommen zu Mutationen, Monstern und dergleichen mehr, die schlagen die Herzen wieder ein bisschen unruhiger höher und damit sind wir konfrontiert. Und deswegen sage ich eben auch, wir werden nicht aufhören können, diese Soforthilfen auch in einer umgemodelten, in einer neuen Form fortzusetzen. Wir haben in der Vergangenheit Liquiditätshilfen geleistet, wenn absehbar ist, dass über 2G oder 3G mit Variationen, wir diskutieren im Senat gerade wieder, ich streite mich gerade wieder mit der Gesundheitsverwaltung rum, um die Frage, was wir da jetzt ermöglichen können. Wenn tatsächlich wieder mehr geht, dann wird es auch Anschubhilfen geben müssen, es wird auch Kredittilgungshilfen geben müssen. Es gibt zum Beispiel Clubs, die haben Kredite aufgenommen am Beginn der Pandemie, damit natürlich keine Liquiditätshilfen bekommen, werden jetzt aber dann die Kredite zurückzahlen müssen. Die hängen ihnen wie ein Mühlstein um den Hals. Die haben sich runtergehungert bis aufs Gerippe. Also da wird man sehr, sehr gezielt weiterhin fördern müssen und das wird sicherlich auch ins nächste Jahr hinein fortgesetzt werden müssen. Da gibt es überhaupt keine Debatte. Aber natürlich gibt es die Unsicherheiten und Sorgen, weil viele Hilfen kamen auch vor allem des Bundes zu spät, zu langsam. Also die Sorge sehe ich. Und wir administrieren ja gerade das Monster des Bundes, also diesen Veranstaltungsfonds hier in Berlin. Das wird auch noch eine ziemliche Herausforderung. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das stemmen. Okay, alles klar. Dankeschön erstmal für die Einordnung. Dann, Gems, magst du direkt weitermachen? Das war die Einstiegsfrage. Okay. Herr Lederer, Sie wurden ja von vielen Menschen aus der Berliner Kulturszene als großer Streiter für die Kultur wahrgenommen. Also durch dieses sofortige Eintreten für unbürokratische Hilfen haben Sie Existenzen gerettet. Der Verweis auf Quasimodo wurde ja eben gegeben und Sie haben einen großen Anteil am Überleben der gesamten Berliner Musikbranche. So, ne? Also neben Carsten Broster und Monika Grütters sind Sie vielleicht so einer der profiliertesten Kulturpolitiker in Deutschland. Das kann man bestimmt so sagen. Wir wollen heute aber auch mal ein bisschen über die Corona-Krise hinaus gucken und mal in die Zukunft schauen und auch schauen, wie ist denn der Musikstandort insgesamt aufgestellt und wie ist der Standort für die Branche aufgestellt. So. Also auch mal so ein bisschen auf die Infrastrukturthemen schauen. Da haben Sie in Ihrer Amtszeit also auch Bedeutendes geleistet. Also vor allen Dingen, das Music Board war ja zunächst eine Initiative der BMC, was wir in den Senat eingebracht haben. Das haben Sie finanziell und inhaltlich auf eine ganz neue Ebene gehoben. Also da ist ganz viel passiert und wir sind viel besser aufgestellt bundesweit im Bereich Künstlerförderung vorbildhaft. Das ist nun gleich vielleicht das Problem. Wir haben einen Fokus, eine Arbeitsteilung. Das Music Board macht Künstlerförderung. In der Corona-Krise ist noch das Club-Thema dazugekommen. Da haben Sie sich also auch mit dem Kultursenat und dem Music Board sehr um die Clubs auch gekümmert. Sehr gut. Der gesamte Wirtschaftsbereich wird
aber von der Öffentlichkeit schon und vielleicht auch von der Politik manchmal außer Acht gelassen. Also die dahinterstehende Wirtschaft wird nicht so wahrgenommen. Das ist ein Stück weit vielleicht auch unserer Kommunikation in der Vergangenheit zu schulden oder anzulasten, wie auch immer. Aber dieser Bereich, da spreche ich ja nicht von Imperien und von DAX-Unternehmen, sondern ich spreche von Labels, Verlagen, Musikproduzentinnen, Tonmeisterinnen, Menschen, die eine Lichtshow fahren, die Festivals organisieren, die Musikmedien, Musictech, also diesen ganzen Bereich, der ist doch von der Öffentlichkeit zu wenig gesehen. Und wir haben in der Corona-Krise aber gezeigt bekommen, wie wichtig das ist und wie schwierig es ist, sozusagen immer einzelne Bereiche der Musikwirtschaft oder der Kulturbranche nur zu unterstützen. Also wir müssen quasi den Zusammenhang sehen und wir haben den Zusammenhang neu vor Augen geführt bekommen. Durch die Krise haben gesehen, was dazugehört, Catering, Security-Firmen und so weiter, und müssen quasi auch jetzt dafür Sorge tragen, dass alle an den Start kommen und dass wir insgesamt mit der ganzen Branche zukunftsfähig werden. So, Musikkultur beginnt bei Nachwuchsförderung in der Schule, dafür haben Sie sich immer sehr eingesetzt. Sie geht weiter über ein ganz komplexes System von Musikproduktion, von Musikmanagement, viele Dienstleister, also das gehört halt alles dazu. Singen kann jeder allein zu Hause, da möchte ich nicht das laienmusikalische Schaffen in Abrede stellen, das ist schon gut, aber das geht alleine zu Hause, aber für eine international wettbewerbsfähige Branche braucht man eine differenzierte, gut aufgestellte Wirtschaft dazu. Wir freuen uns sehr, dass die Linken so eine Neustart-Initiative auf den Weg bringen möchten. Und meine erste Frage wäre jetzt, was verstehen Sie darunter? Was bedeutet das für uns und ist diese Wirtschaft Teil dessen? Also erstmal grundsätzlich ist die Wirtschaft Teil dessen, aber mittelbar. Also es gibt eine Arbeitsteilung im Senat, die kann ich auch nicht einfach vom Tisch wischen. Es gibt eine Senatsverwaltung für Wirtschaft, es gibt auch eine Senatskanzlei, die beispielsweise für den Filmbereich zuständig ist. Und ich habe eigentlich in dieser Corona-Pandemie weit über meine eigentliche Zuständigkeit hinaus rumgewuselt. Also die Soforthilfe 4 ging eben auch an musikwirtschaftliche Akteure und nicht nur an reine Kulturakteure in dem klassischen Sinne. Wir haben auch Festivals unterstützt in dieser Zeit mit der Soforthilfe, um ihnen die Existenz zu sichern. Und ich sage jetzt auch mal was, mit Blick auf Konzentrationsprozesse im Musikbereich, die es auch vor Corona schon gab. Jedes Venue, was hier gesichert werden konnte und nicht durch einen der kapitalstarken Großen, wie, ich nenne jetzt keine Namen, aufgekauft wurde, weil die gehen natürlich jetzt auf Einkaufstour und gucken sich an, was sozusagen, wo sind die Trümmer am Wegesrand, die man dem eigenen Imperium einverleiben kann, um die Wertschöpfungskette noch enger, noch straighter zu gestalten. Damit betreiben wir mittelbar auch eine Form von Wirtschaftsförderung. Außerdem ist meine Erfahrung auch, also bei Filmen, also die Filmbranche hat sich dann immer an mich gewandt, hatte offenbar nicht das Gefühl, dass in der Senatskanzlei die Ohren so offen waren. Und natürlich, wie gesagt, diese Grenzfelder gibt es auch. Es gibt Leute, die gehen bei dem Kulturförderpunkt rein und kommen bei der Kreativwirtschaftsberatung raus in der Klosterstraße. Das lässt sich nicht strikt trennen. Insofern sind all diese Dinge, die wir tun, glaube ich, auch mittelbar Unterstützung für den Kultursektor. Was ich jetzt aus dem Kulturressort heraus in der Vergangenheit nicht konnte und was wir auch zukünftig nicht machen werden, ist jetzt das Catering zu fördern. Also ich lege jetzt keine Catering-Förderschiene auf. So. Was wir tun können und was wir auch weiter tun werden, ist eben dafür zu sorgen, dass die Kulturakteure, und das betrachte ich jetzt mal großzügiger, als es in der engen Ressortverteilung bislang gesehen worden ist, auch die Clubs ihre Existenz gesichert bekommen, bis wieder Konzerte möglich sind, wie wir sie kennen. Also auch wirtschaftlich lohnenswerte Konzerte. Diese Unterstützung muss kommen. Und natürlich laufen dann Dinge wie Stipendien. Im vergangenen Jahr haben wir 2000 zusätzliche Stipendien aufgelegt. Wir haben unsere Regelstipendien verdreifacht. Wir unterstützen durch das Kulturraumbüro bei uns ganz explizit auch die Schaffung von Orten, wo wir auch nicht strikt trennen zwischen, da sind die Künstlerinnen und Künstler, auf der anderen Seite sind die musikwirtschaftlich Tätigen oder kreativwirtschaftlich Tätigen. Ja, also im Rockhaus sind sie alle. Die Leute, die professionell mit Musik Geld verdienen, aber auch diejenigen, die einfach nur mit ihrer Band ein bisschen spielen und das als Hobby neben dem Beruf machen, ein Patient, komm rein vielleicht. Oder auch, wenn wir das Radialsystem zurückkaufen oder zurückgekauft haben. Das ist ja nicht jetzt eine reine Künstlerförderungsaktivität. Aktuell habe ich mit dem ZKU zu tun, mit dem Zukunft Ostkreuz zu tun, wo jetzt gerade die Kündigung reingeflattert ist, wo wir versuchen müssen, auch strategische Flächensicherung zu betreiben. Das liegt mir sehr am Herzen. Und die Kulturraum GmbH, Kulturraum Berlin GmbH, haben wir ja explizit mit dem Ziel gegründet, solche Räumlichkeiten zu sichern und auch den Bereich öffentlich gehaltener
Räume für künstlerische, aber auch für kunstpräsentative Aktivitäten zu sichern. Und dann kommen eben Dinge dazu wie Institut für Kulturforschung, kulturelle Teilhabeforschung, wo wir Zahlen erheben, die auch die Musikbranche, die auch die wirtschaftlichen Akteure bis in den Digitalbereich helfen, die auch Daten im Rahmen von Open Source liefern, mit denen dann auch wieder im Digitalbereich was angefangen werden kann. Oder Kultur B Digital Lab, unser mit der Technologiestiftung aufgesetztes Programm, was wir auch vor der Pandemie schon hatten, was aber jetzt nochmal eine völlig neue Bedeutung gewinnt, wo es darum geht, Kulturakteure, auch kulturwirtschaftliche Akteure einzuladen, sich im Netzwerk für die Digitalisierung in Kunstproduktion, in Kunstpräsentation zu engagieren und zu gucken, wo sind da die Defizite, wo sind da die Stärken, wo kann man da helfen. Also wenn ich jetzt sagen würde, es gibt da so zwei, drei Sätze, die ich hier so runterbete, dann wären wir auf der Ebene des ganz Platten und Flachen, das möchte ich eigentlich nicht. Was ich mir schon auch noch wünsche, ist, dass wir versuchen zu schauen, inwieweit wir Kulturakteurinnen und Kulturakteure vielleicht auch darin unterstützen können, besondere Angebote für Kinder und Jugendliche zu machen, für kulturfernere Schichten zu machen. Auch da kann man eine Anschubhilfe leisten. Ich würde das nur nicht mit dem Helikoptergeld-Ansatz machen, weil das landet dann am Ende doch alles bei Netflix oder Spotify. Na, Helikopter wollen wir ja gerade gar nicht, sondern gezielt, erstens, und zukunftsorientiert, zweitens. Ne? Also auf Digitalisierung, auf Nachhaltigkeit, auf Diversität, auf Zukunft, Nachwuchsförderung, ne? Auf diese Punkte, das ja sowieso. Wir haben in den letzten 20, oh, Entschuldigung. Ich wollte einfach mal ergänzen, dass es vielleicht auch ganz wichtig ist, dass in den letzten 5 Jahren wirklich klar wurde, dass es hier immer nicht nur in Anführungsstrichen um Künstlerinnen und Künstler geht, sondern um Kulturschaffende. Also wir benutzen ja diesen Begriff auch ganz bewusst verstärkt in den letzten Jahren. Und man muss auch dieser Bevölkerung in Berlin, die dann sagen, na ja, für Kultur kann man auch was machen, aber bitte erstmal die lebensnotwendigen Sachen klären, klar machen, die Einnahmen in Berlin kommen zu mindestens einem Drittel aus diesem Sektor der Kulturschaffenden. Und zum Zweiten, Kultur ist auch Lebensmittel. Und ich glaube, dass das viele auch gemerkt haben in den letzten 1,5 Jahren auf jeden Fall. Das freut mich sehr, dass Sie das so sehen, eine Transparenz auf der Einnahmenseite des Senatsbudgets. Da hat die Kulturbranche einen großen Anteil dran. Also sie zahlt auch ein, das ist gar keine Frage. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren, ich mache es mal ein bisschen breiter, ein bisschen größer auf, also im Jahr 2000 wurde die Clubkommission gegründet, so Medianet wann? Vor 20 Jahren, passt ja gut. Also 20 Jahre stimmt auf jeden Fall. Haben wir versucht, den Hütchenspielereien des Senates zu folgen. Also wo sind wir gerade drin? Unter welchem Hut? Die Berlin Music Commission, das wäre jetzt meine zweite Frage. Wir sind mal bei Wirtschaft gestartet, dann waren wir bei der Senatskanzlei, dann Kultur. Jetzt sind wir einmal rum und sind wieder bei Wirtschaft. Das ist ja für uns ein Problem. Also ich verstehe schon, was Sie sagen. Ne? Die Abgrenzung, die Arbeitsteilung, Geschäftsverteilungspläne im Senat sind sicher zu berücksichtigen. Das ist ja für uns aber nicht das prioritäre Thema, sondern wir sind eben immer beides, also Musik und Kultur und sind auch immer noch Jugend, Nachwuchs und wahrscheinlich auch Stadtentwicklung, das wären wir jetzt schon 4. Aber die Musikwirtschaftsdichotomie, unter der leiden wir, damit haben wir ein Problem und wir brauchen ja, wenn wir jetzt mal nicht mehr zurückschauen in die Zukunft, wir brauchen ja einen Plan, wie wir das in Zukunft besser aufgestellt bekommen, also dass wir nicht entweder da oder nur da sind. Also solange eine Regierung sich in Geschäftsbereiche gliedert, wird man irgendwo bei einem Geschäftsbereich landen. Und ich sage es jetzt mal so, für die BMC ist es nicht so schlecht, bei der Wirtschaftsverwaltung zu sein, weil die Wirtschaftsverwaltung hat ganz andere Möglichkeiten, ohne dass uns der Rechnungshof aufs Dach steigt, auch auftragsweise Wirtschaftsförderung zu betreiben. Das darf ich als Kulturverwaltung nicht. Bei uns guckt der Rechnungshof immer gleich hin und sagt, Moment mal, ihr seid hier diejenigen, die für die Kulturförderung zuständig sind, da braucht es dann andere Kriterien, die sind härter. Die Clubkommission hätte sich gerne gewünscht, ein bisschen mehr Beinfreiheit zu bekommen bei der Verausgabung der Mittel, wie ihr sie habt in der BMC, die kriegen sie nicht. So, auf der anderen Seite ist es aber in der Tat so, dass sich auch das Profil der Clubkommission in den vergangenen Jahren doch sehr, sehr stark auf den künstlerischen Aspekt, jenseits des infrastrukturellen, auf den künstlerischen Aspekt kapriziert hat. Und da ich vor 5 Jahren angetreten bin und gesagt habe, ich will eigentlich diese Kulturverwaltung von einer Förderverwaltung umbauen zu einer Infrastrukturverwaltung, passt das auch ganz gut. Also wir machen jetzt mit, egal ob das wie gesagt Digitalisierung ist, ob es kulturelle Teilhabe ist, ob es die Räumefrage ist, ob es die Digitalisierung habe ich glaube ich schon genannt,
Kulturdatenerhebung ist, ob es die Frage ist, langfristig strukturell in bestimmte Kunstproduktionsbereiche reinzugehen. Da sind wir ein paar Wege gegangen. Ich würde im Nachhinein sagen, hätte die Pandemie, also hätten wir es nicht vorher gemacht, hätten wir spätestens mit der Pandemie gezeigt bekommen, warum man das machen muss. Ja, ist relativ deutlich geworden. Die Frage ist doch am Ende immer, findet man Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner? Und jetzt sage ich das mal, obwohl die Stadtentwicklungsverwaltung ja in den vergangenen 4, 4,5 Jahren in unserer Verantwortung war, dort ein Bewusstsein dafür zu schaffen, in einer sehr großen Behörde, die auch nach bestimmten Routinen arbeitet, dass bei der Planung neuer Stadtquartiere der soziokulturelle Bereich mitgedacht werden muss, dass bei der, ich nehme jetzt mal Stichworte wie Dragoner-Areal oder Haus der Statistik, ne, dass da, wo größere Projekte aufgesetzt werden mit dem Ziel, auch sowas wie Mixnutzung zu ermöglichen, dass da der kulturelle Bereich stärker mitgedacht werden muss. Ich glaube, da stehen wir noch ein Stück am Anfang. Bei der Planung des Molkenmarktquartiers ist das gelungen, sehr früh mit reinzukommen in die Gespräche, was machen die Wohnungsbaugesellschaften da, was planen die da, was wird in den Erdgeschosszonen möglicherweise auch denkbar sein an kultureller Nutzung, auch an kreativwirtschaftlicher Nutzung, da sind wir sehr früh dabei. Wir müssen nur aufpassen, dass bei den anderen Stadtquartieren, wir planen ja jetzt 15, 16 Stadtquartiere hier in der Stadt, dass das da auch geschieht, dass bei der Tempelhof-Projekt GmbH, bei der Tegel-Projekt GmbH, also überall dort, wo auch selbst bei der Grün Berlin, was gab es da auch an Reibereien, dass da die Schnittstellen stärker und besser bearbeitet werden, das ist aber auch eine Ressourcenfrage. Also ressortübergreifende Arbeit ist auch eine Ressourcenfrage, genau wie Partizipation eine Ressourcenfrage ist. Und da gebe ich jetzt mal eine Prognose ab. Wir werden die Steigerung im Haushalt der letzten 5 Jahre, ich bin jetzt oft in Runden mit Spitzenkandidaten, da höre ich dann immer, wie Herr Wegener, Frau Giffey und so allen alles versprechen, wo ich dann auch mal sage, wir haben für 22, 23 im Grunde ein Geradeausfahren im Haushalt, für 24, 25 ist in der Finanzplanung des Finanzsenators ein Loch von 2 Milliarden. Die Frage zu diskutieren, wie kriegt man das hin, bis dann auch der wirtschaftliche Motor der Stadtentwicklung hier wieder so anspringt, dass wir auch auf der Einnahmenseite das Problem wieder in den Griff bekommen. Das ist noch offen und da geht es mir dann ein bisschen wie den Kreativwirtschaftsakteurinnen und Akteuren. Ich habe auch keine Ahnung, wie wann das sich wieder so und so und so entwickelt. Deswegen bin ich da jetzt zurückhaltend und sage, viel kann man durch Schnittstellenoptimierung machen, ist ein scheiß Begriff, aber also viel kann man einfach durch Kooperation und Zusammenarbeit machen. Wir versuchen das mit der Kulturverwaltung, mit unseren Ressourcen. Die anderen müssen es dann auch noch wollen und wo sie es nicht wollen, da muss man dann auch noch mal ein bisschen nachstupsen. Würde ich gerne noch was ergänzen. Also eigentlich hatten wir einen genau solchen Antrag, stadtübergreifend zu denken, auch Standards mitzudenken, die wir in den Räumen in allen Bezirken haben wollen, schon mal ausgearbeitet. Leider konnten wir uns in der Koalition dazu nicht mehr verständigen. Also die Linke legt da was auf den Tisch, sollten wir da in Koalitionsverhandlungen landen, was man ja nicht weiß, wir haben gerade keine Glaskugel, dann werden wir genau darum kämpfen, nämlich wenn hier neue Stadtquartiere entstehen, immer Kultur mitzudenken und zwar Kulturwirtschaft natürlich auch. Auch für die Clubszene brauchen wir Räume, auch die mitzudenken. Und dann muss bei allem im Hinterkopf haben, dass wir nicht viel Geld haben, muss aber auch dafür die finanzielle Basis da sein. Und das erwarte ich auch von den anderen Senatsbereichen, dass die dazu bereit sind, das mit uns zusammenzudenken, also mit den Leuten, die sich für Kultur einsetzen. Und noch ein letztes, also die Clubs haben wir ja jetzt noch geschafft, in einen Antrag zu verankern im Abgeordnetenhaus, nämlich, dass wir sie als Kulturorte entwickeln wollen. Und das, denke ich mal, ist schon eine ganz wichtige Geschichte. Ganz großer Schritt, aber es sind eben auch nicht nur die Clubs, sondern es ist diese, und auch nicht die Catering-Firmen, die meinte ich natürlich nicht, sondern dieser Wirtschaftsbereich, den ich vorhin skizziert habe. Ich höre, dass da sind wir bei Ihnen durchaus wahrgenommen. Ein Punkt trifft uns alle. Vor der Krise ist nach der Krise. Jetzt haben wir vielleicht die Corona-Thematik einigermaßen im Griff, vielleicht gelingt uns das, aber die nächste, die Klimakrise haben wir noch nicht im Griff. Eine Frage, die ist vielleicht sozusagen auch übergreifend, bezieht sich nicht nur auf das Musikthema. Haben Sie Konzepte, Ideen, wie man quasi die Branche, die Kulturbranche Berlins zu einer nachhaltigen Branche transformieren kann? Wie können Sie das unterstützen?
Ja, da gibt es auch nicht den Masterplan, sondern da muss in den verschiedenen Bereichen geguckt werden, wie man die Leute auf diesen Weg bringt. Und jetzt, Jakob sitzt ja hier, also egal ob im Musikbereich, wir haben jetzt, wir haben gerade unterschrieben, beispielsweise mit Blick auf die Fête de la Musique, dass wir die Fête de la Musique klimaneutral machen wollen. Also es gibt einen perspektivischen Entwicklungsprozess, um das zu gewährleisten. Dann ich bin mit meinen Museen, Gedenkstätten und so weiter, vornehmlich mit den Museen, weil die über große Sammlungsbestände verfügen, in der Diskussion um die Frage, wie kann eigentlich das klimaneutrale Museum angepeilt werden. Ja, da geht es erstmal darum, dass sie sich klar werden, was ist überhaupt ihr CO2-Abdruck? Das wissen die nämlich gar nicht. Und dasselbe kannst du dann für die Theater, Opernhäuser etc. pp. Weitermachen. Also erstmal das innere Verständnis der Handelnden, dass es dann ein Problem gibt, dass man dem Rechnung zu tragen hat, zu schärfen, zu stärken, das ist der erste Schritt. Und in einem zweiten Schritt werden dann einrichtungskonkrete Konzepte erarbeitet werden müssen. Und dann gibt es ein großes Problem, das kriege ich allein nicht gelöst. Das ist so, wir haben einen Sanierungsstau auch bei den Kultureinrichtungen, der ist erheblich. Die Gebäude sind zum Teil 20, 40, 60 Jahre alt. Die sind natürlich gebaut worden unter Bedingungen, wo man all solche Dinge überhaupt nicht mitgedacht hat. Und dass jetzt im Rahmen von Sanierungsprozessen, auch Neuerrichtungsprozessen solcher Einrichtungen, die Klimabilanz eines solchen Gebäudes von Anfang an mitgedacht wird oder eben wie, ich nehme mal Mäusebunker, jetzt nicht wegreißen, was Neues hinstellen, sondern das ist sozusagen die graue Energie, die in diesem Gebäude steckt, zu nutzen, um das zu einem Kulturort zu entwickeln, der dann eben auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Rechnung trägt. Aber da sage ich auch mal, wir müssten eigentlich viel schneller sein. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn sozusagen Franziska Giffey sich mit ihrer Lieblingskoalition durchsetzt, dass es 5 Jahre Stopp gibt. Also weil dieses Sandmann-mäßige Einlullen und dieses Veränderung machen nur Probleme und Franzi macht es schon, wird mit Sicherheit in den nächsten 5 Jahren nicht unbedingt zu einem Schub führen in diesen Prozessen. Also da muss man dann einfach auch nochmal gucken. Vielleicht an der Stelle. Wird noch eine ergänzen? Ich werde eine Nachfrage dazu noch stellen. Wir sind jetzt schon in meinen 15 Minuten und ich muss meine Fragen auch noch loswerden. Vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz ergänzt, Herr Lederer. Es ist ja auch so, dass natürlich die Unternehmen oder die Einzelplayer, die dafür zuständig sind, diesen CO2-Abdruck erstmal messen zu lassen, die brauchen natürlich auch Unterstützung dazu. Ne? Das ist nichts, was einfach irgendwie auf der Straße liegt, kein Wissen, was jeder einzeln für sich zu Hause hortet, sondern da gibt es eben, Sie haben gerade eben schon Jakob angesprochen, er hat dieses Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit und den Nachhaltigkeitstransformationsmanager, die Weiterbildung mit auf den Weg gebracht und ist, glaube ich, sicherlich gerade für die Veranstaltungswirtschaft, aber auch für uns Kreativschaffenden ein extrem wichtiger Aspekt, dass da eben die Leute auch an die Hand genommen werden, weil das kann schnell überfordern, ne, diese Aufgabe, wie kann ich klimaneutral eigentlich meine Veranstaltungen zukünftig gestalten, was kann ich als Einzelunternehmer, Unternehmerin eigentlich dazu beitragen, das heißt, vielleicht nochmal die Nachfrage, gibt es da auch Fördermöglichkeiten, Unterstützungen vom Senat künftig oder aus ihrer Perspektive, die auch Unternehmen dazu befähigen, überhaupt sowas umsetzen zu können? Ja, im Rahmen der Wirtschaftsförderung gibt es solche. So, und das sollte man nun nicht als allererstes streichen. Im Rahmen der Kulturverwaltung gibt es sie dann sektoral als Unterstützung für die jeweiligen Akteurinnen und Akteure, die wir da fördern, beraten etc. pp. Da sage ich jetzt auch mal, da wird jetzt nicht der warme Geldsegen zusätzlich kommen. Also alle, die das erzählen, lügen, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist natürlich so, dass wir solche Beratungsprozesse und dergleichen in unsere Förderstrukturen mit integriert haben. Also wenn du im Festivalfonds gefördert wirst, ist es natürlich so, dass du die Mittel im Rahmen des Antragswegs, die Mittel mit einstellst, die du brauchst, um solche Beratungs- und Unterstützungsleistungen zu bekommen. Und für unsere Kultureinrichtungen ist es einfach eine Frage, in Quartalsgesprächen, in Jahresgesprächen, in Zielvereinbarungen, solche Dinge mit zu vereinbaren. Ich erwarte von einer Einrichtung, die beispielsweise einen zweistelligen oder einstelligen Millionenbetrag an Fördermitteln bekommt, dass sie sich überlegt, wie sie solche Prozesse im Rahmen ihres verfügbaren Budgets mit abbildet. Das ist auch nicht zu viel verlangt. Ich würde da unbedingt auch die Senatsverwaltung, die für Umwelt zuständig ist, mit ins Boot nehmen. Also sind wir wieder beim fachübergreifenden Denken selbstverständlich. Und natürlich auch beim fachübergreifenden Fördern. Also da müssen die sich genauso mit einschalten. Und wir haben, um das mal nicht zu vergessen, ein Solargesetz beschlossen. Das heißt, wenn jetzt ein Dach zukünftig in Berlin saniert wird, dann muss bei öffentlichen Gebäuden vollständig, bei großen Gebäuden auch, bei kleineren teilweise Solarenergie aufs Dach verpflichtend. Das müssen alle tun. Dafür gibt es auch Förderprogramme, die wir dann vom Land auflegen.
Ja, das ist schon mal nochmal ein wichtiger Hinweis. Sie haben jetzt gerade das eben schon genannt, ressortübergreifendes Zusammenarbeiten. Eine Sache ist, glaube ich, ganz deutlich geworden, auch schon in den ersten 15 Minuten von Gemse. Es wird immer wieder von Kulturschaffenden oder aber von der Kreativwirtschaft gesprochen. Ein bisschen irgendwie in Abgrenzung, aber gleichzeitig auch ein wenig umarmend in einem Wortlaut genannt. Und diese Verwirrtheit, die gilt auch in der Branche selber, also gerade qua ihrer Position. Ne? Sie haben ja, wir haben es gerade rausgearbeitet, Filmwirtschaft ist in der Senatskanzlei, bei Ihnen ist der andere Part der Kultur. Und es ist natürlich irgendwie aus meiner Perspektive oder aus unserer vielleicht gemeinsam einfach nicht mehr zeitgemäß. Sören Birke ist hier vom Kesselhaus auch und er fordert häufiger einen Senator oder eine Senatorin für Kreativwirtschaft, wo es einfach im Haus auch gebündelt wird, diese einzelnen Bereiche. Denn das Cluster ist ja mannigfaltig. Ne? Da gehört ja einfach wahnsinnig viel dazu zur Kreativwirtschaft. Wie schaffen wir es denn wirklich, da nochmal ganz kurz ein Augenmerk drauf zu legen, dass ein bisschen stärker zu integrativ zu denken und tatsächlich Bereich Wirtschaft, Kultur, Kreativwirtschaft, das alles als eines zu vereinen. Gibt es da Ideen? Also ich bin ziemlich sicher, dass mir die Zuständigkeit für Medien und die Zuständigkeit für Film nicht gegeben wird, weil eine Senatskanzlei, die Rundfunkstaatsverträge etc. Verhandelt, das nicht macht. Sowas versucht man in eigener Hand zu halten. Also die einzige Chance ist, ich werde regierender Bürgermeister, dann ist es bei mir so. Ne? Was die Wirtschaft angeht, ich fand die Kreativwirtschaft ist kein Riesenressort. Es ist ein relativ überschaubarer Bereich in der Wirtschaftsverwaltung. Den könnte man jetzt auch in die Kulturverwaltung holen, dann hätte man an anderen Stellen Schnittstellenprobleme. Also ich warne davor, dass solche Ressortüberlegungen von vornherein, also da alles mit allem zusammenhängt, bräuchtest du am Ende eigentlich einen Senator für alles und dann sind wir in einem sehr, sehr holzschnittartigen, hierarchisch strukturierten System, das bringt ja auch keinen wirklich weiter. Aber natürlich, die Wirtschaftsverwaltung sitzt bei mir im Aufsichtsrat des Music Boards. Die hat die Möglichkeit, dort auch durchaus die kreativwirtschaftlichen Belange mit einzubringen. Tun muss sie es alleine. So. Wenn wir über Umweltfragen reden, wir haben jetzt den Friedrichstadtpalast saniert in der Zeit, wir haben eine Baumaßnahme nach vorgezogen. Der Friedrichstadtpalast ist gerade dabei, sich sozusagen zu einem Vorzeige, ist ja auch so eine alte Ostplatte, sich so zu einem Vorzeige, zu einer Vorzeigeinstitution in Sachen Nachhaltigkeit zu entwickeln. Da sitzt dann die BIM mit am Tisch, die Finanzverwaltung mit am Tisch, die Umweltverwaltung über BENE, das ist unser Berliner Entwicklungsprogramm für nachhaltige Entwicklung aus Europamitteln. Also da klappt es doch mit dem Ressortübergreifenden auch so. Und was die Differenz zwischen dem einen und dem anderen angeht, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist zum Teil ist es eine dem Ressort geschuldete Abgrenzung, die in der Wirklichkeit nur sehr relativ existiert, weil nur hast du für ein Jahr ein Stipendium von der Kulturverwaltung, machst dann mal zwei Projekte, die über Projektfonds der Kulturverwaltung oder über einen Hauptstadtkulturfonds gefördert werden und dann machst du vielleicht mal für anderthalb oder zwei Jahre ein Label auf, weil du mit ein paar Leuten so ein Projekt entwickelst, das klappt dann gut oder es klappt auch nicht gut, dann bist du zwei Jahre später eben wieder bei der Kulturverwaltung oder bei der Kulturförderung. Man muss jetzt auch die Sachen nicht komplizierter machen, als sie sind. Es gibt Überschneidungen in der Zuständigkeit und wo die Bereitschaft zur Kooperation offen da ist, da kriegen wir auch Gutes hin. Manchmal hängt es auch einfach an Leuten, die können auch mal wechseln. Also es hört mal jemand auf in der Verwaltung, fängt jemand Neues an. Ich habe in dieser Kulturverwaltung, die ja auch deutlich größer geworden ist, am Anfang eine sehr starke Abgrenzung gegenüber dem kommerziellen Bereich gespürt. Also wurde mal gesagt, wir fördern hier die, ne? Also was der Markt halt nicht kann. So, inzwischen ist da ein sehr, sehr viel größeres Bewusstsein dafür da, dass die Frage, ob Dinge im Markt bestehen oder nicht bestehen, mitunter von sehr kleinen Zufällen abhängt und man die Grenze so strikt nicht gezogen bekommt. Und deswegen gucken wir natürlich auch stärker drauf. Irgendwann hat Gäbler gesagt, na, Herr Lederer sagt ja immer was, wenn es um Clubs geht, dann soll die Kulturverwaltung sich jetzt mal um die Clubs kümmern. Schön wäre es gewesen, wir hätten noch ein paar Ressourcen mit dazu bekommen. Die haben wir natürlich nicht mit dazu bekommen. Ich mache es jetzt aber trotzdem. Also es ist manchmal auch einfach nur eine Frage, sind Leute bereit, sich darauf einzulassen? Fassen sie es an oder lassen sie es? Aber natürlich, klar, man könnte in der Kulturverwaltung durchaus andere Dinge noch mitmachen. Dann aber bitte mit den Ressourcen. Danke schon mal für den Input. Und vor allen Dingen, jetzt wissen wir ja, ne, wenn man das haben möchte, dann muss man sie als kleiner Scherz. Bürgermeister wählen. Nochmal zurück zum rot-rot-grünen Senat und ich komme jetzt mal zum Thema Digitalisierung, weil mein Netzwerkverein, der kümmert sich ja nicht nur ausschließlich um die Kreativschaffenden, sondern eben auch Startups und Digitalwirtschaft, ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen, Sie haben in dieser Legislaturperiode die Digitalagentur Berlin gegründet und unter anderem auch das Förderprogramm Digitalprämie aufgelegt. Die erste Frage wäre, ist das ein Plan, das weiterzuführen? Und das andere ist, wie schaffen wir es oder Sie
es dann entsprechend mit diesen Förderprogrammen weiter die Digitalisierung von KMUs slash aber auch die Verwaltung vielleicht weiter voranzubringen und zu unterstützen? Ist das in Planung und was vielleicht können Sie da konkret schon preisgeben? Naja, ich finde, dass man das, was jetzt in der Krise sich als gut erwiesen hat, auch weitermachen sollte. Die Entscheidung darüber trifft die neue Koalition. Ganz einfach. Also wir haben jetzt im Senat einen Haushalt beschlossen, da sind solche Dinge mit drin. Aber es wird das neue Abgeordnetenhaus sich im ersten Quartal oder in den ersten beiden Quartalen 2022 damit beschäftigen und dann gucken wir mal, was davon noch übrig bleibt. Ich glaube auch, dass in der Verwaltung durchaus ein Digitalisierungsschub passiert ist. Hängt ein bisschen davon ab, wie die jeweiligen Hausleitungen sich dessen angenommen haben. Also in meiner Verwaltung, sonst hätten wir auch die ganzen Sofortprogramme, Monster, Hygienerahmenkonzepte, Tagesgeschäft überhaupt nicht bewältigen können. Wir sind jetzt bei einer Quote von 85%. One-Device-Strategie verfolgen wir sehr straight. Also wir haben auch die entsprechenden VPN-Tunnel gekriegt. Also es ist alles schön. Da läuft das. Also das war ein Digitalisierungsschub ersten Ranges, in den Kultureinrichtungen selber auch. Kultur B digital, nicht durch die Pandemie erst erfunden, aber natürlich auch nochmal ein entsprechender Schub. Wir haben mit 3PC damals Berlin Alive gleich hochgezogen, um auch da eine Schnittstelle zwischen Kreativwirtschaft, Kultur, kulturellen Institutionen hinzubekommen. Wir fördern die Digitalisierung im Kulturbereich. Und wir sind ja hier zwar nicht das, aber doch durchaus auch eines der Zentren von Games Economy hier in Berlin, neben NRW und Bayern, auch wenn wir natürlich nicht die Möglichkeiten von NRW und Bayern haben, in dem Bereich zu fördern. Man kann ja auch durch Rahmenbedingungen eine ganze Menge wettmachen und da sind wir, glaube ich, auch ganz gut, dass wir das Thema auf dem Schirm haben. Also die Linke hat im Übrigen wir sind, glaube ich, die einzige Partei, wir haben sogar ein Computerspiel im Wahlkampf entwickelt, Kollektiv, ja. So, mit einem jungen Startup hier in Berlin ein entsprechendes Programm geschrieben, Programm gebastelt. Ich freue mich auch immer. Oder? Ja, für unseren Wahlkampf. Und natürlich freut es mich auch immer und kriege das ja auch mit. Also, der Fokus ist hier schon da. Also, hier gibt es eben nicht nur ein Computerspiel im Museum, sondern hier gibt es auch Preisträgerinnen und Preisträger der entsprechenden Games-Preise. Das muss weitergehen, das gehört zusammen. Aber ich sag's mal, ich konzentriere mich zumindest in meiner Ressortzuständigkeit vornehmlich darum, die Potenziale der Digitalisierung sowohl für Kunstproduktion als auch für Kunstpräsentation zu nutzen. Du kannst eben mit digitalen Angeboten, wo wir massiv reinbuttern, auch gesellschaftliche Teilhabe sichern. Also blinde Menschen, Menschen mit Gehbehinderungen und dergleichen kriegen Erleichterungen, um am Museumsprogramm, an Museumsvermittlungsgeschichten teilzunehmen. Da sind wir auch einen guten Schritt vorangekommen. Und wie gesagt, Kultur, B-Digital Lab, bis hin zu DIGIS, was wir verstetigt haben, zur Digitalisierung von Kultur, von Kulturgütern. Also wir haben sozusagen so auf mehreren Schienen hier in den vergangenen 5 Jahren da einfach den Einstieg richtig gut hinbekommen und das soll auf einer stabilen Basis jetzt auch weiterlaufen. Ja, das klingt super. Sie haben auch den Game-Standort Berlin schon angesprochen. Wir hatten letzte Woche die große Summer Reception der Games-Branche gemeinsam in Kooperation mit der Factory, habe ich das dort vor Ort durchgeführt. Der aktuell regierende Bürgermeister war auch vor Ort. Das ist eben auch was mir zum Beispiel als Netzwerkverein extrem am Herzen liegen würde, dass das auch weiterhin gesehen wird, damit wir nicht hinten abfallen gegen NRW und Bayern. Sie haben es gerade schon genannt, weil Berlin könnte eigentlich der Hotspot sein. Wir haben hier ganz viele Indie-Game-Studios und ein paar AAA-Studios auch. Allerdings müssen wir da natürlich irgendwie sichtbarer werden, auch international sichtbarer werden. Und das wäre das nächste Stichwort. Wie schaffen wir es dann, auch die Startup-Szene so aufzubauen, noch stärker so sichtbar zu machen, dass es wirklich noch attraktiver ist, hierher zu kommen? Wie schaffen wir Ansiedlung zu unterstützen? Wie würde Ihr Senat das weiter unterstützen, dass wir hier irgendwie eine Willkommenskultur haben, dass die Games und die Digital- und die Startup-Branche wirklich auch ihre Teams zusammenstellen können? Denn das ist gerade das größte Problem, Fachkräftemangel, wo man hinschaut. Da hat Berlin wirklich nicht nur in der Bildung, sondern tatsächlich auch in den anderen Bereichen ein massives Problem. Wie gehen Sie das an? Also erstmal die Verwaltung zu diversifizieren, dafür zu sorgen, dass die Buntheit der Stadt sich auch in der Verwaltung wiederfindet, dass Partizipations- und Migrationsgesetz, was jetzt auch versucht, sozusagen Zielquoten, darf man nicht sagen, dann ärgern sich Andreas Geisel und Franziska Giffey sofort wieder, aber eigentlich geht es darum, dafür zu sorgen, dass in der Verwaltung die Vielfalt der Stadtgesellschaft sich auch widerspiegelt. Das führt dann vielleicht auch mal zu einer anderen Form größerer Offenheit gegenüber Menschen, die jetzt vielleicht nicht Muttersprachler sind, im Verwaltungsalltag und wahrscheinlich auch zu einer anderen Dynamik, zu einer anderen Kreativität im Verwaltungsalltag. Aber unsere zentralen Themen sind da und die gelten jetzt nicht nur für den Games-Bereich. Räume und Orte sichern,
Das ist ein Problem. Also wir erleben ja jetzt die Fehler, die vor 20 Jahren gemacht worden sind. Aber wenn wir uns die Urban Tech Republic angucken, wenn wir die Entwicklung des Siemens Campus, in Oberschöneweide ist da Dynamik drin. Wir haben den Vista-Standort. Also wir müssen tatsächlich auch darauf achten, dass wir jetzt beim Bauen, hoffentlich preiswerten Wohnraum, auf den die Leute auch angewiesen sind, nicht vergessen, dass es hier in der Stadt auch Orte geben muss, wo Wertschöpfung passieren kann. So. Und dazu braucht es dann die entsprechenden begleitenden Rahmenbedingungen. Da sind wir jetzt so schlecht nicht. Die Digitalagentur ist genannt worden. Die entsprechenden Förderprogramme sind genannt worden. Das ist das, was Berlin leisten kann. Und natürlich geht man am Ende mit den Ergebnissen solcher Produkte auch hausieren. Das ist jetzt eher sozusagen eine Geschichte. Finden sich die Potenziale Berlins dann auch in den Auftritten der Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt wieder? Also wird das wahrgenommen? Ist das Bestandteil dessen, was man auch, wenn man unterwegs ist, wenn man in Gesprächen ist, wenn man mit der Presse spricht und so weiter, den Fokus darauf zu lenken, wo das Potenzial dieser Stadt liegt. Und das ist zweifelsohne eins. Ja, vielen Dank. Sie haben es gerade nochmal genannt, die strategischen Immobilienankäufe, die Sie ja auch schon mit im Wahlprogramm zu stehen haben, so für Coworking Spaces und eben auch für eine Nutzung von KünstlerInnen und Kreativschaffende. Da vielleicht noch die letzte Abschlussfrage, die ich auch überleite zum nächsten Batzen Fragen, die dann aus dem Publikum kommen. Einfach, wo sehen Sie da noch Potenziale für diese Art von Ankäufe? Wo sehen Sie Flächen zum Beispiel? In welchen, also in einer dichter werdenden Stadt, wohin wird es uns nach verdrängen vielleicht? Na, ich nehme ein Beispiel. Ich war 1995 bis 99 Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Prenzlauer Berg. Da kam ein damaliger TLG-Chef zu uns und hat uns bequatscht. Wir müssten die Kulturbrauerei jetzt ordentlich aufwerten mit Steuermitteln und so weiter und so weiter. Und als wir damals gesagt haben, na, ob das sozusagen jetzt so wie von Sarrazin angedacht die richtige Strategie ist, da machen wir mal drei Fragezeichen dran. Gab Buhrufe ohne Ende. Hätte es mal wenigstens an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Nachdenken gegeben, jetzt ein mit Steuermitteln saniertes Großdings, mal abgesehen davon, dass der Investor das auch verkaufen wollen müsste, für 150 Millionen zurückzukaufen, sehe ich nicht. Diese 150 Millionen haben wir schlicht nicht. Wir wollen eine ZLB bauen, wir müssen die Komische Oper sanieren, wir müssen die Berlinische Galerie sanieren, also nur im Kulturbereich. Und dann sehe ich mal noch die Investitionsnotwendigkeiten bei Bildung, Schule, bei den neuen Stadtquartieren. So. Aber trotzdem muss man natürlich sowas, was wir beim Radialsystem gemacht haben oder jetzt auch bei der Universal Hall, die wir den Wasserbetrieben abgekauft haben, die Nachnutzung der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in der Schnellerstraße. Ich finde auch, wir müssen jetzt mal gucken, Zukunft Ostkreuz, das gehört dem Land nicht, das ist ein privates Areal, kann man da was machen? Können wir landeseigene Ecken sichern, dass sie die über Übergangsweise kulturell genutzt, auch dauerhaft kulturell genutzt werden und jetzt nicht einfach wegrasiert und dann baut man da eben Wohnungen hin oder dann baut man da eben Schulen hin oder Kitas hin. Wir brauchen diese kulturellen Räume eben auch. Und Berlin hat jetzt eine Bodenfonds GmbH gegründet mit dem Ziel, auch strategische Ankäufe zu vollziehen. Das nützt natürlich nichts, wenn man in letzter Minute wie Kai aus der Kiste springt, wenn sozusagen der Markt sich schon heiß gelaufen hat. Also wir können nach dem dritten Verkauf eines Hauses, nehmen wir nur mal hier, wo Kisch und Co. und Neue Gesellschaft für Bildende Kunst und Werkbundarchiv waren, 2012 für 7 Millionen verkauft an Herrn Berggruen. Herr Berggruen hat es jetzt für 35 Millionen weiterverkauft, der nächste Fonds hat es gekauft. Wir werden mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir im hocherhitzten Markt versuchen würden, die Renditeerwartungen der Leute noch zu toppen. Aber jetzt nochmal strategischer auch in der Stadt zu schauen, wo sind denn Areale, die man perspektivisch für die Stadtentwicklung nutzen kann. Und da dann auch, das muss man allerdings still und heimlich machen, einfach zu sagen, da schlägt man zu, da handeln wir, da sichern wir öffentliche Handlungsfähigkeit auch für in 10, 15 oder 20 Jahren. Ne, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Die Nummer mit der Kulturbrauerei ist von anderen versemmelt worden. Ich könnte jetzt noch über den Hamburger Bahnhof, über die Riekhallen reden, das ist genau dasselbe. Also was der Bund für ein Appel und ein Ei verkloppt hat, wird der Senat nicht für das 10, 20 oder 50-fache zurückkaufen. Das wäre die falsche Strategie, zumal es sich nur daran beteiligen würde, die Erhitzung im Markt noch auf die Spitze zu treiben. Das kann nicht der Sinn der Übung sein. Dann gehen wir zum Publikumsjoker über, oder? Ich freue mich schon drauf, genau. Genau. Also wenn es Fragen gibt, dann gerne. Und kurz vorstellen, und wer man ist und woher man kommt. Ist für die Nachwelt an? Nein. Berthold Seliger, ich bin Konzertagent und Tourneeveranstalter und Autor seit 33 Jahren und fühle mich eher der Kultur zugehörig als der Musikwirtschaft, auch wenn ich eine Klitsche habe, die seit 33 Jahren existiert, bis zur Pandemie ohne Förderung, ohne jeden Fördereuro, aber
aber also wir müssen auf dem Markt bestehen, auch wenn wir noch so sehr an Kultur glauben, aber ich glaube doch, dass die Kultur im Vordergrund steht und ich glaube, dass das für viele Berliner Firmen gilt. Ich will euch gar nicht langweilen mit den üblichen Corona-Problemen, die wir in unserer Branche haben, wobei ich natürlich schon darauf hinweisen muss, dass diese Obergrenzen, die es zurzeit gibt, also die 2000 All Seated und die 50% bei den größeren Open-Air-Veranstaltungen ein Riesenproblem sind, gerade für uns als Tourneeveranstalter. Ein Beispiel, ich habe die Patti Smith-Tournee von 2020 auf 21 und jetzt auf 2022 verschoben. Ich kann das aktuell in der Zitadelle nicht bespielen mit 50%, weil wir haben schon 8000 Tickets verkauft und ich dürfte aber nur 5000 bespielen. Also und ich brauche da aber auch einen Vorlauf von einem halben Jahr oder noch länger, um zu wissen, lohnt sich das jetzt im Juni, die Künstlerin nach Deutschland zu holen. Also das sind so Probleme, die habt ihr auf dem Schirm, das weiß ich. Ich habe zwei Zukunftsfragen an euch und das eine, du hast es schon angesprochen, Klaus, die Frage der Imperiengeschäfte. Und ich weiß, du hast mein Buch dazu auch gelesen. Ich glaube, das ist ein massives Problem in unserer Branche, dass es diese großen Imperien gibt, die europaweit, teilweise weltweit arbeiten und die aber diese Mischung haben zwischen Kulturveranstalter und Ticketing Company. Und das ist ein Riesenproblem, weil da werden zig Milliarden mit Ticketing gemacht und gleichzeitig verkaufen diese Konzerne Konzertveranstalter, Venues und alles auf. Meine konkrete Frage an euch, was ist euer Konzept, um ein regionales Ticketing in Berlin, ein kommunales Ticketing vom Land Berlin zu installieren? Weil wir haben ja auch das Problem, erstens die vielen unabhängigen Konzertveranstalter, die gerne ein günstigeres Ticketing haben, wo nicht die Fans gescalpt werden. Aber wir haben auch das Problem, dass fast alle öffentlichen Institutionen in Berlin bei CTS sind. Also unter anderen Bedingungen, aber das ist also etwas, wo ich denke, da müsste der öffentliche Sektor aktiv werden und ein regionales, faires Ticketing installieren. Meine zweite Frage wäre, ihr habt es angesprochen, die Frage der Kulturschaffenden und der Resilienz, die wir jetzt natürlich extrem in der Pandemie erlebt haben, die aber auch vorher ein massives Thema war. Die Frage Kulturexistenzgeld, was sind da eure Konzepte? Das ist natürlich auch eine Frage, die eher an den Bund geht, aber wir haben ja gleichzeitig auch Bundestagswahlen. Also wir haben über 700.000 Solo-Selbstständige, davon mehr als die Hälfte die sogenannten Mini-Solo-Selbstständigen, also Leute, die unter 1200 Euro im Monat machen. Ich habe einen Vorschlag gemacht, dass wir da ein Kulturexistenzgeld, dass es geschaffen werden soll, analog zur Künstlersozialkasse, die ja bereits existiert, die aber um den weiteren Faktor Arbeitslosenversicherung erweitert wird, getragen von natürlich den Versicherten, aber von der Verwertungsindustrie und natürlich mit Bundeszuschüssen, also ganz genauso wie die Künstlersozialkasse. Weil die Künstlersozialkasse betrifft im Moment etwa 100.000 Leute, etwas mehr. Wir haben, wie gesagt, über 700.000 KulturarbeiterInnen bundesweit und wie können die abgesichert werden, wie können die langfristig resilient werden, auch über die Pandemie hinaus? Was sind da eure Konzepte? Vielen Dank. Also ich fange mal mit dem letzten an. Wir hatten da vor 3 Tagen auch ein spannendes Panel auf der Popkultur schon zu, wo die Frage aufgeworfen ist, wie kann man generell erstmal die Situation von Solo-Selbstständigen, FreiberuflerInnen verbessern, völlig unabhängig von der Branche? Das ist das Erste. Also die Frage des Einbezugs in andere Leistungssysteme und aber in dem Zusammenhang glaube ich auch die Frage von Mindeststandards. Also wenn ich jetzt Förderprogramme ausgebe, gelten bestimmte Mindesthonorare, Mindestgagen. Das ist im allgemeinen Sektor nicht so. Damit sind wir aber sofort auf der Ebene der Bundespolitik, weil das kann ich im Land hier allein nicht verordnen. Das müsste man bundesweit machen und es wäre sicherlich sinnvoll, das zu tun, damit auch Einkommen reinkommen. So, das Zweite ist, ich finde eine bedingungslose Mindestsicherung, die erstmal das Abrutschen in Hartz IV verhindert, ganz zentral. Genauso wie ich auch glaube, dass es eine solidarische Mindestrente braucht, die einen bestimmten Betrag nicht unterschreiten kann, dass auch Menschen, die freiberuflich tätig sind, wenn sie Lücken in der Erwerbsbiografie haben, nicht ins Nichts fallen und nicht die Angst haben müssen, dass sie am Ende in Altersarmut enden. Und dann bleibt die Frage der Arbeitslosenversicherung. Ich glaube, es braucht eine Form der Einbeziehung von Solo-Selbstständigen und FreiberuflerInnen in die Arbeitslosenversicherung. Wir haben das jetzt, ich bin ja auch gerade Vorsitzender der Kulturministerkonferenz oder Berlin ist Vorsitzland in der Kulturministerkonferenz, das Thema dort jetzt auch auf die Tagesordnung gesetzt. Und wir haben uns auch an Hubertus Heil gewandt und haben gesagt, es braucht hier mal einen Kommunikationsprozess, der die Frage aufwirft, wie schafft man dann spezifische Absicherungen für den Fall, dass von heute auf morgen nichts mehr geht, wie jetzt in der Pandemie.
Und da sage ich mal, es gibt, wenn man sich in Europa umguckt, unterschiedliche Modelle. Es gibt ein französisches Modell, es gibt in skandinavischen Staaten andere. So, da sage ich mal, es braucht diese Form der Absicherung und Einbeziehung. Wie die konkret aussieht, da bin ich erstmal völlig offen, weil wir das als Land Berlin alleine gar nicht entscheiden. Wie tragen wir den Spezifika im Kultursektor Rechnung? Da gibt es Möglichkeiten zu sagen, so und so viele Auftrittstage musst du zusammen haben, damit du dann quasi von so einer Art Arbeitslosenversicherung profitieren kannst, wenn es gerade mal nicht geht. Also ich bin da völlig offen, in welche Richtung, aber es braucht diese Absicherung und diese Debatte darf jetzt nicht aufhören. Meine Befürchtung ist ein bisschen, wenn die Pandemie vorbei ist, geht alles wieder zur Tagesordnung über und dann ist das vergessen. Die zweite Geschichte, Ticketing, mache ich ganz kurz. Also ich vor 5 Jahren gesagt, wir müssen mal anfangen mit sowas, habe mich mit allen Einrichtungen zusammengesetzt, erstmal große Abwehrhaltung. Wieso? Wir sind doch zufrieden, die machen das alles, wir müssen uns um nichts kümmern. Wir haben dann einen Arbeitsprozess aufgesetzt, der ist dann durch die Pandemie brüsk unterbrochen worden, wo den Leuten dann klar wurde, ganz so einfach ist es nicht. Es hat Vorteile, wenn man seine eigenen Daten Hoheit hat. Es hat Vorteile, wenn man mit anderen zusammen bestimmte, ne, so. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir mit der Technologiestiftung gemeinsam auch über eine so eine Art Kulturdatenplattform im Gespräch sind. Allerdings, wie gesagt, die letzten 1,5 Jahre daran nicht wirklich arbeiten konnten, weil Wichtigeres, also wenn deine Hütte gerade brennt, diskutierst du nicht über die Frage, über nebensächliche Fragen. Da muss man aber jetzt weitermachen, weil ich glaube, dass sie über das reine Ticketing hinaus auch noch andere Vorteile hätte, leichtere Dateneinpflege, gemeinschaftliche Bewerbung des Ganzen, eine Offenheit über die entsprechenden Schnittstellen auch für andere Anbieterinnen und Anbieter, nicht nur im engeren kulturellen Sinne, es gibt ja auch noch den Sport, es gibt auch noch, ein offenes System, was weiterentwicklungsfähig ist, das wäre meine Vorstellung. Aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, mir einfacher vorgestellt, als ich das erste Mal mit den Leuten darüber ins Gespräch gekommen bin. Bevor wir die nächste Frage nehmen, ganz kurz ergänzend, reden Sie da auch mit Visit Berlin, denn die haben tatsächlich so eine Plattform bereits in Arbeit, wo sie Museen und alle möglichen Arten von Veranstaltungen dort abbilden, eben alles außer Konzerte, die ja bei Event im CDS eigentlich sozusagen ein Monopol haben inzwischen. Ja, wir sind mit allen im Gespräch. Es ist allerdings auch zu verzeichnen, dass viele in unterschiedliche Richtungen losrennen und dann erwarten, dass man sich sozusagen auf ihre Pläne und auf ihre Überlegungen einlässt. Ganz so wird es natürlich nicht funktionieren. Okay. Weitere Fragen? Ja, Jürgen, ne? It's your turn. Okay. Hallo, mein Name ist Jürgen Schepers. Ich bin bei der Industrie- und Handelskammer und bin dort für die Kreativwirtschaft und die Digitalwirtschaft zuständig. Ich habe eigentlich 2 Fragen. Zum einen zur digitalen Situation hier in Berlin. Wir hatten kürzlich eine Runde mit dem Land Brandenburg und Unternehmern zusammen, wo wir Hessens Digitalministerin, die Frau Sinemus, hatten. Und die uns aufgezeigt hat, was in Digitalisierung möglich ist, wenn alle mitmachen. Und danach kam Vertreter, ich nenne jetzt auch keine Namen, des hiesigen Abgeordnetenhauses. Und hinterher kam die Zusammenfassung, erst was Weltklasse und danach was Kreisklasse. Wie wollen Sie in die Richtung Digitalisierung gehen? Wir reden ja nicht nur von der Kulturszene, wir reden auch nicht nur von der Kreativwirtschaft, wir reden da ja auch von Bildung und von ganz anderen wichtigen Themen. Das ist die eine Frage und bei der anderen muss ich noch mal kurz springen. Hatten Sie auch erwähnt, Städtebau, Stadtentwicklung. Wir haben nun mal die Situation sozialer Wohnungsbau, ganz extrem, aber ich glaube, die Not ist mittlerweile so, dass auch der Mittelstand betroffen ist. Frankreich zum Beispiel, speziell Paris, hat den sozialen Wohnungsbau jetzt auch für den Mittelstand geöffnet, dass man sich bewerben kann und dort rein kann. Wäre das auch ein Modell dauerhaft für Berlin? Das waren die beiden Fragen. Danke. Na, vielleicht fange ich mal mit Bildung an, weil das Stichwort jetzt gerade fiel. Wir sind ein Entwicklungsland in der Beziehung. Also jetzt wurde erstmal Breitband ausgeschrieben. Das heißt, wir haben noch nicht mal einen Zuschlag erteilt, dass Breitbandanschluss für alle Schulen in Berlin endlich kommt. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis das dann in allen Bezirken und in allen Schulen wirklich passiert ist und was da nicht an der Basis da ist. Also wo kommen alle Menschen irgendwann mal durch? Das sind die Schulen. Und ich habe mich gerade erst mit Vertretern von Hochschulen unterhalten, die sagen, es ist katastrophal, was da aus den Schulen an nicht ausgebildeten Schülerinnen und Schülern Richtung Digitalisierung kommt. Ja, aber wo sollen sie es auch her haben? Die Schulen sind in der Regel nicht an Breitband angeschlossen, WLAN, jetzt haben wir es endlich geschafft, im Zuge der Pandemie 50.000 Geräte an Arme, also an Schülerinnen und Schülern aus armen Familien auszuteilen. Aber das ist eigentlich eine Grundausstattung, die jeder einzelne Schüler und jede Schülerin kriegen muss.
Die müssen ein digitales Endgerät kriegen. Die müssen übrigens auch ihre Handys im Unterricht benutzen dürfen. Also das sind ja alles Sachen, die sind so halb verboten in dem Sinne. Und wenn da nicht ein kreativer Lehrer ist, der damit umgehen kann, und da sind wir beim nächsten Punkt, die Lehrkräfte sind alle ist falsch, ganz viele Lehrkräfte haben nicht viel Ahnung. Die haben keine Kompetenz, um mit Digitalisierung, mit Arbeiten, mit digitalen Medien umzugehen. Die Lernplattform wurde im vorigen Jahr noch im Frühjahr von 850 Menschen genutzt. Jetzt haben wir über 10.000. Also es ist eine Entwicklung da, aber dafür muss ich eine Basis schaffen, technisch, und dann müssen die Leute auch ausgebildet werden. An den Hochschulen geht das weiter. Also auch die, die da ausgebildet werden, zum Beispiel Lehrkräfte oder andere pädagogische Kräfte, sind nicht gut ausgebildet und nicht gut vorbereitet auf die Zukunft. Also da muss was passieren, und da sind wir uns sicherlich einig. Das ist die Basis. Und das heißt, die Linke wird da eine Bildungsoffensive Richtung Digitalisierung antreiben? Ja, unbedingt. Oder okay. Unbedingt. Also da trampeln wir auch schon seit Jahren. Das haben wir übrigens schon in der vorigen Legislatur, da waren wir beide noch in der Oppositionsfraktion, übrigens zusammen mit den Piraten angestoßen. Also da gibt es Anträge, die dann irgendwo im Orkus verloren gingen, und die Bildungsverwaltung ist jetzt auch nicht so prima da aufgestellt. Ich sag's mal vorsichtig. Also Digitalisierung ist so ein breites Feld, dass ich jetzt Phrasen ausbrechen müsste. Ich sehe die 5 dort, das heißt, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Wenn ich jetzt zwischen Zentralität und Dezentralität irgendwie hin und her die ganzen Felder erschöpfend abhandeln soll. Deswegen habe ich vorhin was zu den 3 Säulen gesagt, in denen wir unterwegs sind, und kann zumindest sagen, dass, was meine unmittelbare Verwaltungssituation angeht, wir sind da stabil. So, ich sehe die Potenziale der Stadt. Ich formuliere es mal so. Und ich weiß, dass wir hier nicht, auch wenn wir uns manche zumindest auch aus unserem Kontext, also aus der Koalition, sich da regelmäßig auf die Schultern klopfen, dass da ist noch Luft nach oben. Was den Kleingewerbe, Mittelstand angeht, das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Also mir ist Kisch und Co. genauso wichtig wie die NGBK. So. Und es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich tolle Buchförderung mache oder tolle Literaturförderung mache, wenn am Ende die Buchläden, in denen das Ganze verkauft werden kann, nicht mehr existieren, weil nur noch die großen Serienserver Bücher vertreiben, und das mit Algorithmen auch auf eine Art und Weise, dass im Grunde nur noch die großen Bestseller unter die Leute gebracht werden. Bringt ja niemandem was. So. Insofern muss stadtentwicklungspolitisch das Kleingewerbe, das Kleingewerbe und der Mittelstand unbedingt mitgedacht werden. Und jetzt an der Stelle mal, also man wirft meinem Laden ja vor, dass wir hier in Größenordnung enteignen wollen. So, ich rede immer lieber von Vergesellschaftung und fühle mich manchmal an das Klaus Steg-Plakat erinnert: Arbeiter, die Sozialdemokratie will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Also was da gerade in der Oranienstraße mit dem Buchladen Kirsch und Co. passiert ist, das nenne ich eine Enteignung. Wer innerhalb von 10 Jahren eine Vervielfachung der Ladenmiete bekommt und die Pistole auf die Brust gesetzt, friss oder stirb, und ich kriege sowieso nur einen Vertrag für 2 Jahre, weil in den übrigen 2 Jahren überlege ich mir, ob sich die Marktlage so verändert hat, dass ich noch jemanden finde, der dann auch noch einen schweinisch höheren Preis bezahlt. Das sind Enteignungen. So, und da gibt's einen Gemeinwesenauftrag. Wir haben diese Gewerbemieten-Bundesratsinitiative eingebracht, die nicht umgesetzt ist. Leider, muss ich sagen. Wir bräuchten auch ein soziales Gewerbemietrecht, was die kleinen mittelständischen Unternehmen perspektivisch länger sichert. Und dieses Hire and Fire, was natürlich gerade bei dem Grund und Boden, dem Druck auf Grund und Boden, wie in Berlin so massiv ist, dem was entgegensetzt. Aber wir müssen auch, Stichwort Molkenmarkt, da habe ich es vorhin schon gesagt, solche Orte, wo eben auch Kleingewerbetreibende, Handwerk, aber eben auch Kultur und Kreativwirtschaft unterkommen können zu akzeptablen Preisen, auch für einen längeren Zeitraum, das muss mitgedacht werden. Das ist doch gar keine Debatte. Ich habe das jetzt gerade, da habe ich die Frage, muss ich gestehen, nicht verstanden. Also hier darf ja jede und jeder bauen, der bauen möchte. Wenn die Wohnungsbaugesellschaften bauen, das machen die ja nicht selber, sondern die geben entsprechende Aufträge aus. Und im Rahmen des Vergaberechts, was nicht so ganz einfach ist, auch Bevorzugung lokaler Akteure und so weiter, können alle mitbauen. Und wir brauchen jede Baukapazität hier in der Stadt. Geöffnet hat. Das haben wir in Berlin ja noch nicht. Da ist ja noch die Leerstand und andere Geschichten. Da eine Ausrichtung geben, dass die
würde man schon mal sagen, wir haben mittlerweile mehr als die Hälfte aller Berlinerinnen und Berliner Haushalte haben einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Das heißt, wir sind hier, wenn Franziska Giffey sagt, sie möchte nicht so viele WBS-Inhaberinnen in einem Kiez konzentriert bekommen, weil es gibt nur soziale Probleme, dann sage ich, sie kennt diese Stadt nicht. Denn WBS kriegt hier schon mehr als 50% aller Leute, weil das Einkommen nicht hinreicht, um hier zu halbwegs günstigen Konditionen. So. Das heißt also, wir haben Gewerbetreibende und Mittelstand derzeit schon da drin, weil die Kriterien der Einnahmesituation, also als Gewerbetreibender heißt ja nicht, dass ich jeden Monat 10.000 Euro auf dem Konto habe. Sondern das heißt mittlerweile auch, dass ich mit Selbstausbeutung mich über den nächsten Monat hangle und hoffe, dass ich danach die Miete noch bezahlen kann. Das sind Kandidatinnen und Kandidaten für ein WBS. Natürlich müssen die in den sozialen Wohnungsbau einziehen können. Aber diesen Punkt, der betrifft ja quasi unsere Thematik mittelbar, in der Tat, ja. Ne, weil die Menschen auch irgendwo wohnen müssen, die in Berlin tätig sind, kreativ. Aber vielleicht nochmal die Frage, haben wir jetzt noch eine wichtige Frage? Nee. Gut, dann wären wir mit unserer kleinen Runde erstmal soweit durch. Ich hätte einen Punkt noch mit auf den Weg zu geben, bevor du vielleicht diesmal wechseln mal oder du machst mal diesen Schluss. Okay, ich hatte noch einen kleinen Punkt. Das fiel mir jetzt auf in der Diskussion. Wir haben in der Berlin Music Commission eine Fachgruppe der Berliner Veranstaltungswirtschaft. Das ist hochdivers. Da sind so die bösen Großen, so, aus die manchmal als kommerziell eingestuft werden drin, der Mittelstand, die Kritiker, so, also das ist eigentlich eine Plattform für eine Branche in allen Verästelungen und Vielfältigkeiten, so. Wir finden das gerade sehr gut. Wir sind mit dieser Fachgruppe in der Corona-Krise in den Senat gegangen und haben gesagt, wir wollen quasi Wiedereröffnungsszenarien, wir wollen gerne mitwirken. Das Feedback war höflichst gesagt überschaubar. Das liegt jetzt auch nicht an der Kulturverwaltung oder an der Wirtschaftsverwaltung, sondern an anderen Verwaltungen letzten Endes. Aber wir sind quasi hin und her gelaufen und haben ein sehr, sehr schwaches Resultat nur erreicht mit dem Senat. Gar nicht als Frage, sondern vielleicht so als Anregung. Nehmen Sie doch diese Wirtschaftsnetzwerke als Partner für Entwicklung von Konzepten, und zwar am Anfang, nicht am Ende. Also so, und binden Sie uns ein in die Gestaltung von Politik, dann wird das, glaube ich, ein besseres Land, Berlin. Morgen wird im Senat über die nächste Verordnung geredet. Gestern Abend irgendwann kam der Verordnungsentwurf aus der Gesundheitsverwaltung auf unsere Accounts. Heute Vormittag sitzt mein Staatssekretär in der Runde und wenn ich ihn raus bin, höre ich mal an, wie weit wir gekommen sind. Also ich wünschte mir auch ein etwas planvolleres Vorgehen, als es derzeit geschieht. Ich kann nur für mich zusichern und das, glaube ich, ist in den vergangenen anderthalb Jahren durchaus auch deutlich geworden. Ich setze mich mit allen an einen Tisch. Auch mit Leuten, von denen ich weiß, dass sie qua Aktienrecht gezwungen sind, Maximalrendite zu erwirtschaften und deswegen zwar nett zu mir sein können, aber am Ende ihren Aktionären verpflichtet sind, auch mit denen rede ich. Ich habe keine Sorgen, mit allen zu reden. Ich habe natürlich für mich selber ein Erwartungsmanagement, was passiert, wenn ich mich mit dem CEO eines börsennotierten einer Aktiengesellschaft unterhalte, wenn ich zum Beispiel, wenn es um über Wohnungsbau geht, weil ich weiß, wie groß seine Spielräume sind. Hier würde ich aber mit Berthold eher sagen, die Menschen, über die wir hier reden, sehen sich als Kulturproduzenten, die davon leben müssen. Es ging mir jetzt nur ums Generelle. Um meinen Anspruch, ich glaube, Politik ist halt auch immer tatsächlich Kommunikation mit den Leuten und ich glaube, dass die letzten anderthalb Jahre bei mir eher mehr als weniger Kommunikation waren als davor. Werde ich auch so fortsetzen. Das wäre super, vielleicht da anschließend, das sagen wir eigentlich auch in jeder Runde, es gibt für den Steuerungskreis Industriepolitik, den gibt es, der tagt, glaube ich, zweimal im Jahr auch beim Bürgermeister angesiedelt. Sollten Sie es werden, Herr Lederer, machen Sie doch einen Steuerungskreis Kreativwirtschaft mit uns allen, weil dann können wir uns wirklich regelmäßig vernetzen und uns wiedersehen und austauschen. An dieser Stelle würde ich mich herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Kittler, bei Ihnen, Herrn Lederer. Danke, dass Sie diese Zeit sich genommen haben in diesem wahnsinnigen Wahlkampfmonat, in dem Sie sich jetzt noch befinden. Auch herzlichen Dank an alle, die heute wieder mit dabei waren bei unserem vorletzten High Noon. Die nächste Runde ist schon übermorgen wieder in der Factory, wieder in Kooperation mit dem Veranstalter dort vor Ort. Und diesmal dann last but not least mit Bettina Jarasch und Notger Schweikart von den Grünen. Und das wird sozusagen unser Finale dann werden. Und bevor ihr jetzt alle rausgeht, noch mein kleiner Appell an alle, die hier sitzen, das Medianet Berlin-Brandenburg, aber auch die Berlin Music Commission. Das sind Netzwerkvereine, wo man Mitglied werden kann und auch Mitgliedergebühren zahlen kann. Und nur mit dieser Unterstützung, dieser Hilfe können wir für eure Wünsche und eure Bedarfe eintreten und eben in so eine Formate auch auf den Weg bringen. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter, tretet ein und bringt noch mehr Leute mit. The more, the merrier. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Schön, dass ihr hier wart und bis übermorgen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben wieder was gelernt. Dankeschön.